Aber ohne Witz, ich hätte nicht gedacht, nach den ganzen Empfehlungen, dass das so unfassbar gut funktioniert. Moin! Wir stehen hier ja zwischen einem fließenden Gewässer und einem stehenden Gewässer und sind da wirklich genau in der Mitte, und das ist natürlich ein Eldorado für Mücken. Ja, und vielleicht kennt ihr das auch. Man sitzt draußen, man macht noch gemütlich Lagerfeuer, isst draußen oder möchte ein bisschen lesen oder so, und dann bricht man den Abend früher ab, weil die Mücken rauskommen. Und bei Jules ist es so, wenn also ich 2 Mückenstiche habe, hat Jules 30, und bei Jules werden die auch direkt so flatschen, und dann hat Jules einfach keine Lust mehr und geht rein. Und wir sind jetzt, seit wir hier sind, mückenfrei. Also die paar Mückenstiche, die wir haben, die haben wir uns woanders eingefangen, bei Schwiegereltern auf der Terrasse oder beim Schwimmen. Aber hier vom Lager abends keinen einzigen Mückenstich. Und was das zu tun hat mit unter anderem dem Gerät und warum wir das euch zu verdanken haben, dass wir überhaupt drauf gekommen sind und dass es total easy ist und wir sind mega begeistert, darum geht es in diesem Video. Und ich würde sagen, jetzt nicht lang schnacken, los geht's! Vor 2 Jahren haben wir ja schon mal ein Video zum Thema Mücken und Co. gemacht. Und da haben uns ganz viele von euch den Tipp gegeben, dass wir doch mal Thermazell ausprobieren sollen. Und dann haben wir gar nicht drauf gekommen, das haben wir gar nicht gefunden. Nee, und da haben wir uns gedacht, das haben jetzt so viele empfohlen, das müssen wir unbedingt ausprobieren. Und wir waren am Anfang wirklich sehr skeptisch, ich vor allem. Aber wir müssen sagen, es ist für uns mittlerweile ein Must-Have. Und in diesem Video wollen wir euch von unseren Erfahrungen berichten. Und am Ende gibt es auch noch einen kleinen Tipp, wenn dann doch mal eine Mücke sticht, was man da machen kann. Auch von euch der Tipp. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lang. Du fängst direkt mal mit dem ersten Teil an. Das war der entscheidende Impuls, kam dann letztlich vom Frank. Hallo Frank. Der lebt mit seiner besseren Hälfte in Schweden und sagt, hör mal, hilft tatsächlich. Wir kamen da so drauf zu sprechen. Wir machen öfter mal so FaceTime-Calls. Und er sagte, das hilft auch gegen diese kleinen Kribbelmücken und so. Und wenn mir jemand, der in Schweden lebt, sagt, ich habe kein Problem mit Mücken, da habe ich gedacht, okay, und das ist auch so ein Gadget-Freak und Equipment-Begeisterter wie ich. Und er sagte, probier es einfach aus. So, es gibt verschiedene Versionen. Das hier ist die Version Backpacker. Das funktioniert total simpel. Du hast dieses Teil, das schraubst du auf eine beliebige Schraubkartusche, also von der Größe her. Du kannst eine 100 Gramm nehmen, eine 230 Gramm nehmen, das nehmen wir. Oder eben auch eine 450 Gramm Gaskartusche. Schraubst es drauf. Dann kommt ein Wirkstoffplättchen hier oben rein. Die sind so verpackt, weil die auch UV-empfindlich sind, also nicht in der Sonne stehen lassen. Dann hast du so ein blaues Plättchen. Blau ist insofern wichtig, weil die halten 4 Stunden. Und wenn es aufgebraucht ist, ist es weiß. So, und das schiebst du hier oben einfach zack rein. Und dann gibt es hier einen On-Schalter. On, dann ist hier eine Piezo-Zündung. So, und dann entzündet sich das Gas. Und dann glimmt es so. Das ist also keine Flamme. Und dann kannst du so reingucken und dann siehst du, wie es orange glimmt. Dann ist es in Ordnung. Was passiert? Durch die hier entstehende Wärme verdampft der Wirkstoff so und verbreitet sich dann. Und dann hast du so ungefähr 20 Quadratmeter Fläche, wo keine Mücke reinkommt. Und es funktioniert richtig, richtig gut. Wir haben das nicht geglaubt, aber wenn wir abends am Lagerfeuer saßen oder auch so am Tisch, dann siehst du richtig, wie so eine Kuppel entsteht. Ja. Und die Mücken und aber auch andere Insekten, siehst du, die fliegen und dann so, ah nee, riecht nicht so gut, wir fliegen mal weiter. Und es ist tadellos. Du hörst es nicht, also du hörst, wenn du mit dem Ohr rangehst, so ein... Aber wenn man sich normal unterhält, so, hat man halt null. Also du hörst schon nicht, wenn ein bisschen Vögel zwitschern oder so. Was passiert? Durch die Erwärmung verdampft es so ein bisschen. Das siehst du dann, wenn du siehst, wie so ein kleines Schwedelchen aufsteigt. Aber es ist geruchsfrei, wie gesagt, geräuschfrei. Und der Wirkstoff, da kommt Jules gleich nochmal zu, ist Praletin. Praletin, ich habe immer Prall gemerkt, Praletin. Und vertreibt dann halt die Insekten. Tipp vielleicht noch an der Stelle, wenn ihr wisst, ihr wollt euch raussetzen, so 10 Minuten vorher anmachen, weil es braucht natürlich ein bisschen Zeit, bis es sich so ein bisschen verteilt hat. So, und wenn leichter Wind geht, dann halt so gucken, dass es nicht direkt aus dem Lager rausgeht oder so. Und funktioniert tadellos. So eine Gaskartusche hält, und das ist echt phänomenal, da sieht man auch, dass da jetzt keine Riesenflamme ist. Du kommst mit 100 Gramm Gas ungefähr 80 Stunden aus. Das heißt, musst du ja erstmal draußen sitzen. Mit so einer kleinen Gaskartusche, also roundabout 80 Stunden. Und das ist dann natürlich günstig. Also eine kleine Gaskartusche, 100 Gramm, kostet, glaube ich, gerade 6 Euro. Eine große 450 Gramm kostet einen Zehner, glaube ich. So, mit der 450 Gramm Kartusche kommst du dann ja schon. Und dann sind sie so 320, in der Schule nicht aufgepasst, Mistekiste. 320 Stunden hin. Die Plättchen kosten, also im Original von Thermazell, ich muss mir eben gucken, haben wir es aufgeschrieben, 1,80 pro Plättchen. Es gibt aber noch so einen Ersatz, den hat uns die liebe Melli empfohlen. Danke dafür. Von Etisso. Das ist so für Steckdosen.
Geschichten ist der gleiche Wirkstoff. So, hiervon kommen zwei Plättchen da rein, weil die sind eigentlich so für die Steckdosengeschichten angedacht. Wir haben auch keine anderen als von Thermacell gefunden, tatsächlich. Nee. Also wenn ihr da was kennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Überhaupt alles, was wir erwähnen und so, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann kommen da zwei Plättchen von rein, die verfärben sich dann halt eben auch weiß, wenn sie leer sind. Und aber die da kosten sind 46 Cent. Also 46 Cent für zwei Plättchen. Und dann schiebst du die rein, funktionieren genauso. Und ja, und dann bist du schon good to go. Also dann einfach loslegen. Und vielleicht noch kurz zu dem Wirkstoff, weil wir waren am Anfang so ein bisschen ja, willst du jetzt wirklich Chemie genau, und so? Genau, es ist Chemie. Also Paletrin ist ein synthetisches Insektizid. Und wir haben halt hin und her überlegt, haben für uns aber entschieden, dass es das für uns wert ist, weil sonst würden wir uns zum Beispiel mit DEET einsprühen. Also das haben wir in dem letzten Mückenvideo auch gezeigt. Und da denke ich mir so, ob man das jetzt komplett direkt auf die Haut macht oder ob man das draußen anhat. Da haben wir gesagt, komm, das ist für uns völlig in Ordnung, insbesondere weil ich halt so krass auf Mückenstiche reagiere. Wir würden es nicht in Innenräumen benutzen. Ja, soll man auch nicht, ne? Also außer gut belüftet, aber wir würden es gar nicht. Würden wir auch nicht machen, aber für draußen haben wir gesagt, ist das für uns völlig in Ordnung. Das müsst ihr halt einfach selbst also wissen. Also ich würde es jetzt auch nicht in den Puck stellen, um damit Mücken zu vertreiben. Also die würde ich klassisch jagen. Das gehört einfach auch dazu. Aber so ein, mittlerweile, hier sind so viele Mücken, das ist über die Jahre auch gefühlt schlimmer geworden. Und auch die Mückenstiche sind tatsächlich schlimmer. Also Jules hat da Flatschen teilweise. Das ist echt der Hammer. Wir verlinken euch auch unten mal zu Wikipedia. Praletrin ist also gering giftig und wird als nicht gesundheitsschädlich. Also könnt in den Mengen, ja, wie das jetzt hier reinlesen. So ausschaut, das muss jeder für sich entscheiden. Wir finden es cool, weil dadurch einfach mückenfreie Abende garantiert sind. Ja. Und vor allen Dingen auch, wenn du nach Schweden fährst oder so, oder eben sonst wo an den See oder an ein stehendes Gewässer. Ein See ist ein stehendes Gewässer. Das macht einen See aus. Ja. Egal. Ihr wisst, was wir meinen. Ihr wisst, was wir meinen. Vielleicht noch, es kommt mit so einer kleinen Tasche. Da kann man das dann reintun. Also du kannst es halt einfach abschrauben. So. Und dann ist hier unten auch ein Schutz dran fürs Gewinde. Zack. Und hier, es waren jetzt 2-3 Minuten an. Es wird warm. Es ist so, wenn du drankommst, ist es nicht so heiß wie jetzt ein Gasbrenner, wo du direkt dran gehst. Ah! Ja. Also ich habe mich ja doof verbrannt. Also am Hobokocher. Wusstet ihr übrigens, dass wenn man so eine Platte, so eine, da drauf legt und dann runternimmt, dass die Scheiße heiß ist? Ja, wenn man das dann haben denkt, wir für euch getestet und wir haben unser Kühlpack vergessen. Und Markus kühlt seinen Finger jetzt mit gefrorenem Koriander. Wenn man das sieht, seht ihr das? Ja, also. Da habe ich so ein Loch. Ich denke, ach, das biegst du mal eben gerade. Da ist das heiß. Ja, gedacht, Alter, wie doof kann man sein? Scheinbar beliebig. Also wenn du da jetzt so die ganze Zeit die Hand drauf hast, dann wird's heiß, ist es heiß, aber es ist jetzt nicht, dass du dich so verbrennst. Dass du dich direkt verbrennst. Also du denkst so, ja, also die Zeit hast du, muss man ja aber auch einfach gar nicht drauf packen. Aber nur falls man es mal, so, dann kannst du das halt in ein Säckchen, zack. Ja, das ist halt klein, leicht und kann man gut verstauen. Ja, und wir haben das halt genommen, weil du dann halt sagst, okay, wenn du jetzt auf Natur bist, dann würden wir es hier auf eine große Kartusche schrauben und dann bist du halt einfach für einen Urlaub safe. Also ehe wir jetzt, was habe ich gesagt, 320 Stunden, über 320 Stunden am Lagerfeuer oder draußen gesessen hast abends, da passiert schon eine Menge. Und vor allen Dingen, du kriegst diese Kartuschen halt auch einfach überall in Europa zumindest nachgekauft und dann ist es kein Problem. Also ganz, ganz lieben Dank für den Tipp. Ja. Also das ist wirklich sind wir euch wirklich mega dankbar, also ich vor allem. Also es ist so ein Abendchanger. Also es ist wirklich einfach cool zum draußen sitzen und wenn man keinen Bock auf Mücken hat, dann ist das richtig sicherlich gut. Ein Weg, den man gut gehen kann und für den wir uns jetzt entschieden haben. Ach so, ja, vielleicht noch den Preis. Das Teil kostet so roundabout 50 Euro. Muss man mal gucken, gibt es dann schon mal in Verbindung mit Plättchen. Ja. Muss man gucken, aber so 50 Euro. Ja. Und es macht einen stabilen Eindruck. Und vor allen Dingen haben wir ja mit Frank und auch mit ganz vielen von euch, die ja über Jahre zufrieden mit sind. Ich weiß auch gar nicht, wie das an mir vorbei ist. Ich schäme mich da ein bisschen. Ja, aber zu Recht. Zu Recht. Also wir haben es jetzt ja auch schon wirklich eine ganze Weile in Benutzung. Und man muss dazu sagen, wir haben ja auch im letzten Video so eine natürliche Version gezeigt, die wir gerne nutzen. Also da kommt so eine Schale auf die Petroleumlampe, da macht man Zitronellaöl rein. Das funktioniert gut, aber man muss ganz klar sagen, wenn wirklich viele Mücken sind, funktioniert das eben. Und die eben dann auch noch dreist sind. Ja. Ne? Und da muss ich sagen, ist es echt kein Vergleich zu dem. Ich hatte ja immer die Hoffnung, wir kriegen hier jeden Tag zwei Konzerte von den Fröschen am Teich oder so, dass die Frösche, die fressen ja Mücken und dass sie dann alle auffressen. Aber nein, tun sie nicht. Und die sind beschäftigt mit Singen. Mit Singen. Quack, quack. Wir
wir haben noch eine weitere Version davon, denn wir machen ja auch total gerne Kanutouren. Eine Bootsfahrt, die ist lustig, eine Bootsfahrt, die ist schön, hollai, hollau. Aber darum geht's nicht, sondern um unser Kanugerät diesbezüglich. Das sieht so aus, nennt sich MR300, auch von Thermacell. Genau das gleiche Prinzip. Hier oben kommt die Wirkstoffplatte oder das Wirkstoffplättchen rein. Dann einschalten, hier ist die Piezo-Zündung und dann ist es an. Hier ist auch ein Sichtfenster, dann kannst du gucken, ob es an ist. Jo, und dann genau das Gleiche. Du legst es halt hin, wenn du angekommen bist am Lager. Und dann ist es genau das Gleiche wie bei dem Backpacker. Vorteil ist, es ist halt so ready to go, wie es ist. Keine Kartusche dran schrauben oder. Du bist fertig, schaltest es aus. Fertig. Kostet auch roundabout um die 50 Euro, glaube ich, Jules. Ha? Ich glaube, es lag bei 43, als wir es gekauft haben. Müsst ihr mal gucken. Wie gesagt, ihr findet die Links alle unten in der Videobeschreibung. Nachteil, du hast hier auch Gas. Da kommt so eine kleine Gaskartusche rein von Thermacell. Die hält 12 Stunden, kostet aber 6 Euro. Für 6 Euro kriege ich auch eine 100 Gramm Kartusche, die halt 80 Stunden hält. Also insofern ist der Backpacker auf jeden Fall die günstigere Alternative, was das Gas anbelangt. Vorteil hier, es ist halt all in one, du musst nichts zusammenschrauben, sondern du hast es halt einmal so, hast es in deinem Sack reingepackt, kommst an, nimmst es raus und fertig ist. Ist total leicht, ich würde mal denken, wiegt 150 Gramm, blenden wir mal ein, wie viel es wirklich ist, 160, 100, mal gucken, ihr werdet sehen, ob ich total weit daneben lag. Also es gibt hier hinten noch zwei Schlitze, da gibt es noch ein Gegenstück zu, dann kannst du es dir halt auch irgendwo hinhängen oder so, je nachdem im Wohnwagen, im Van oder sonst irgendwo. Brauchen wir jetzt nicht. Und gleichzeitig kannst du natürlich auch noch spielen, so ihr dürft hier nicht ins Lager rein. Ein wichtiger Nachteil, hat Jules mich gerade darauf hingewiesen, ist natürlich auch diese Kartuschen, abgesehen vom Preis, ist natürlich, bekommst du sie überall. Die Schraubkartuschen, die wir in den Backpacker haben, bekommst du halt eigentlich überall. Und ob du die jetzt irgendwo bekommst, wenn du jetzt irgendwo in Italien, wo auch immer rumspringst und kein größerer Campingladen in der Nähe ist oder so, das ist eine andere Sache und da musst du halt davon auch wieder mehr mitnehmen, weil du dann sagst, ja, einen Urlaub lang, und dann wird es halt auch relativ schnell teuer. Für eine 2-3-tägige Kanutour, wie wir sie machen, selbst eine Woche oder so, nimmst du halt 2-3 Kartuschen mit, passt es und du hast halt keine zusätzlichen großen Kartuschen dabei. Das muss jeder entscheiden, wie er lustig ist, dann machst du die Kappe wieder drauf, fertig ist, good to go. Ja, und jetzt gebe ich mal rüber zu Jules, weil die hat noch das gleiche Teil sich von den Schwiegereltern geliehen in der Deko-Variante. Mit lieben Dank an meine Eltern, die mir das ausgeliehen haben. Das haben wir uns nämlich nicht gekauft, weil wir sind ja ausgestattet. Man sieht, es ist einfach, es gibt es in unterschiedlichen Farben und es mögen ja nicht alle Leute, wenn man zum Beispiel auch wie bei meinen Eltern zu Hause im Garten auf dem Tisch so eine Gasflasche stehen hat. Da ist das natürlich optisch einfach eine andere Nummer, gibt es in verschiedenen Farben und da brauche ich auch gar nicht viel zu erklären. Es funktioniert genau wie das Kanuteil, ich nenne es immer Kanuteil, also hier unten kommt eben auch diese Thermacell-Gasflasche rein. Hier oben kommt das Plättchen rein und dann sieht man hier schon off-on. Dann macht man es einmal off-on und wenn man dann einmal zur Seite, dann klickt es dann einmal, kommt die man hört das Zündung. Auch und ja. Dann ist es an und dann funktioniert es wirklich exakt wie das andere. Und du hast hier auch so ein Guckloch, um zu gucken, ist es an. Und das liegt preislich auch so zwischen 40 und 50 Euro, also die tun sich alle jetzt nicht ganz so viel. Und meine Eltern haben es in schwarz, aber schaut einfach mal, da gibt es auch andere. Und dann gibt es jetzt auch keine Mückenstiche mehr bei Schwiegereltern auf der Terrasse. Eben, sehr schön. ich freue mich. Kommen wir dazu, wenn es eine Mücke trotzdem geschafft hat. Ihr Lieben, wir waren gerade bei Bekannten zum Lagerfeuer eingeladen. Und ja, was soll ich sagen? Die hatten zwar ein Lagerfeuer, aber gar nichts gegen Mücken. Also kein Spray, kein nichts. Und ja, ich bin jetzt richtig schön zerstochen. Ich habe hier mal Licht angemacht, damit ich euch das mal zeigen kann. Also ich habe jetzt hier am Bein einen schönen Stich. Ich habe hier vorne hier einen Stich. Und ich habe tatsächlich auch hier oben im Ohr einen Stich und am Rücken. Also echt nicht so cool. Und da bin ich einfach super froh, dass wir den jetzt haben. Das habt ihr uns nämlich auch empfohlen. Ihr erinnert euch vielleicht noch, dass wir im letzten Jahr diesen Bite-Away-Stift also dabei Video haben. Verlinken das mal hier oben, ja. Der ist auch super. Das Blöde daran war nur, da sind ja Batterien drin. Und bei uns, ohne Witz, das ist wie mit unserer Heizung im Puck. Die geht immer nachts leer, wenn es kalt ist. Und die Batterien sind immer nachts leer gegangen. Und dann war ich immer so, oh, wo sind jetzt Batterien? Ja, dann hatten wir auch keine. Und dann habt ihr uns, ich habe es am Schlüsselanhänger,
dieses kleine Teil empfohlen und das ist richtig, richtig cool. Das tut genau das gleiche wie der By the Way, aber es braucht keine Batterien, sondern wird unten ins Handy gesteckt. Jules hat einen Mückenstich. Ja, wir wollten schwimmen gehen. Ich denke, boah, mein Bein juckt so und habe mich umgezogen und habe dann gesehen, wow, seht ihr den da? Und bei mir werden die immer direkt total rot. Und ich dachte mir, ich nutze die Chance und zeige euch mal in der Live-Situation, wie der Heated funktioniert. Das ist dieser kleine Stift. Dann nimmt man einfach die Kappe ab, dann sieht man schon, oh, wir haben das passende Teil fürs iPhone. Gibt es natürlich auch mit USB-C für die genau. Android-Geräte. So, dann steckt man den einfach hier rein, öffnet die App. Ich habe hier schon eingestellt, kurz, mittel oder lang. Ich nehme immer mittel, ich bin erwachsen und ich habe hier keine empfindliche Hautstelle. Dann drücke ich jetzt einfach auf Start. Er lädt auf. Da steht dann auch noch nicht draufhalten. So, jetzt ist er halt. Und jetzt wird das da unten heiß. Das zwiebelt ganz schön. Zack, abgeschlossen. Hilft es bei mir wirklich mega, mega gut. Also diese Hitze, man könnte ja auch einen Löffel heiß machen oder so, aber es ist jetzt ja auch nicht immer ein Löffel dabei. Also die Hitze, muss ich sagen, ja, mega. Ich finde, das ist auch cool, wenn ich letztes Jahr in Frankreich, als wir in der Dusche schwimmen waren, da waren halt horrend viele Mücken. So, da wäre auch dann auch das, da könnte man jetzt das Thermacell mitnehmen. Aber auch hier, wenn du einen Stich hast, direkt zack drauf. Einmal drauf, fertig. Und da finde ich diesen kleinen Stift wirklich super praktisch, auch so für Kanutouren oder so. Den kannst du halt mal eben in den Rucksack schmeißen. Handy hat man sowieso gefühlt immer dabei. Ja. Also, ja, und auch immer geladen. Und wenn das Handy nicht geladen ist, oh, gerade das drauf. Und ich muss sagen, habt ihr uns sehr, sehr gut empfohlen. Danke für den Tipp. Der ist bei uns jetzt auf jeden Fall immer mit an Bord. Außer wenn ich jetzt schwimmen Und du kannst ihn auch noch an Schlüsselanhänger machen. Ja, genau. Und ich habe das immer an meinem Schlüsselbund dabei. An der Stelle übrigens an alle Equipment-Fans, den habe ich neu und ich liebe diesen Schlüsselanhänger. Wer hat den entdeckt? Markus. Markus hat mir eine Freude damit gemacht. Wir verlinken euch den unten auch mal. Das Coole ist, da sind so Mini-Karabiner dran. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich diesen Schlüsselanhänger für mich bestellt hatte. Und Jules sagte, oh nee, der ist ja richtig hässlich. Und so dann kam er und dachte, boah, ist der praktisch. Und dann habe ich gesagt, wo ist denn der eigentlich hin? Und Jules so, ich habe meine Schlüssel dran gemacht. Die passen auch perfekt. Auf jeden Fall ist es insofern cool, weil wir haben zum Beispiel bei uns zu Hause in der Wohnung einen Parkplatz unten und da ist so ein Tor, was man aufschließen muss und da haben wir leider zurzeit nur einen Schlüssel für. Den Rest habe ich verbaselt. Vorher habe ich halt immer das so abgefriemelt und an Tier kann man halt wirklich einfach den Karabiner eben abmachen und dann hat man das Teil eben auch mit dem Mückenstift. Hier habe ich ihn jetzt immer dran. Wir haben für unseren Heated 36,99 damals bezahlt. Zurzeit liegt der für Android bei 25. Keine Ahnung warum. Schaut da einfach mal nach. Ja, Apple ist halt teurer. Da muss man für Lightning. Warum Lightning auch mehr kostet als USB-C? Keine Ahnung. Aber, genau. Und der Schlüsselanhänger, da haben wir 13 Euro bezahlt. Wir verlinken euch das, wie gesagt, das alles Schöne in der Videobeschreibung. Das Schöne ist noch dabei, dann hast du halt hier oben noch, dann kannst du den überall hinhängen. Oder wenn du das magst und Hausmeister Krause spielen willst. Ja, oder ich mag das nicht. Dann kannst du ihn dir halt auch hier so, hallo. Achso, Schlüssel habe ich immer hier. So. Hallo. Also das ist nur aus Kleinigkeit. Ich danke euch wirklich von Herzen für diese beiden Tipps, weil ich bin echt mückengeplagt und für mich ist das im Sommer, also es gibt zwei Sachen, die ich echt überhaupt nicht mag, das sind Quallen und Mücken. Und Mücken, dieses Jahr echt richtig, richtig gut, möchte ich nicht mehr missen, kommt immer mit und endlich mückenfreie Sommer. Ja. Und jetzt sind wir natürlich sehr gespannt. Wie ist das denn bei euch mit dem Thema Mücken? Reagiert ihr auch so mega krass auf Mückenstiche oder ist das bei euch eher so Mücken? Nee, bei mir fliegen die immer weg. Wir kennen zwei Leute, die werden einfach partout nicht von Mücken gestochen. Das ist Wahnsinn. Total krass. Ja, jetzt sind wir natürlich total gespannt. Was sind eure Tipps gegen Mücken? Oder gegen Mückenstiche? Ja, also haben wir was übersehen? Gibt es doch noch Alternativen? Oder ihr sagt immer, ist doch ein total alter Hut, nutzen wir schon seit Jahren oder so. Schreibt sie immer total gerne in die Kommentare. Wir freuen uns wie immer sehr auf den Austausch mit euch. Schön, dass ihr bisher zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer total gerne einen Daumen hoch da. Oder ein Abo. Da würden wir uns wie immer sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.